Hallo Fußballfreunde und willkommen zu einem neuen Video und weiter geht es mit PES 2019 mit neuer Kamera und somit hoffentlich auch mit besserer Qualität. Und es geht los hier also mit dem FC Schalke 04 im Derby. Wir haben bislang eine richtig gute Saison gespielt, fünf Spieltage gab es, 13 Punkte haben wir bereits gesammelt und nun steht der sechste Spieltag an, es geht gegen Borussia Dortmund und da soll natürlich der Sieg her. Das ist das sicherlich mit einzige Auswärtsspiel, was wir in dieser Bundesliga-Saison spielen werden. Klar, die Trikots sind ein bisschen das Problem. Dortmund hat kein Original, ist nicht mal die Farben sind wirklich passend. Aber ich würde mal sagen, auch aufgrund der schwarzen Hosen zieht Dortmund das Trikot an. Wir können dann auch in Königsblau spielen und dann passt das so auch auf jeden Fall. Wir gucken nochmal kurz in unsere Aufstellung hinein, ob wir vielleicht auch noch was ändern werden. Also im Tor Fährmann ist natürlich ganz klar gesetzt. Dreierkette mit Sané, Naldo und Nastasic steht. Nastasic ist nicht optimal drauf. Stamboli bringt da sicherlich eigentlich nochmal ein bisschen mehr mit aktuell von der Form her. Aber Nastasic auch aufgrund seines linken Fußes einfach gesetzt. Rudi als alleiniger Sechser halte ich auf jeden Fall für richtig rechts. Heute mal Caligiuri raus. Alessandro Schöpf rein, zum einen ein bisschen fitter, zum anderen aber auch deutlich besser in Form. Amin Harit ist natürlich vor allem wichtig für die Offensive, aber den packen wir auch mal raus. Der Weston McKennie ist momentan in absoluter Topform. Neben ihm Bentaleb, auch der war zuletzt richtig gut drauf. Und Bastian Oczipka, da haben ja auch wieder viele geschrieben, bring Konoplyanka, lass Konoplyanka dort spielen. Aber wir spielen ja eigentlich mit Außenverteidigern, die eben jetzt hier sehr, sehr offensiv sind. Klar, vom Guess ist natürlich Konoplyanka stärker, aber er ist dann eher ein Thema für Teams, wo wir der klare Favorit sind und vielleicht natürlich auch heute ein Thema, falls wir zurückliegen sollten. Und heute vorne drin, Brill Embolo, der ist richtig gut drauf. Marc Uth zuletzt, ja, der Formtief würde ich jetzt noch nicht sagen, dafür war es jetzt am Anfang auch wirklich viel zu gut. Aber er war zuletzt einfach nicht mehr so richtig gut drauf. Und Brill Embolo deutlich stärker, auch Guido Burgstaller ist gut in Form. Brill Embolo für mich aktuell wirklich Stürmer Nummer 1, weil er eine richtig gute Saison bislang gespielt hat. Klar, Burgstaller und Uth sind beide ganz oben bei den Torschützen der Bundesliga. Aber die haben eben vor allem am Anfang der Saison sehr, sehr gut getroffen. Seitdem hat sich Embolo auf jeden Fall schon deutlich besser hineingespielt. Also sind wir also nun im Signal Iduna Park, sieht dem Stadion der Borussen natürlich nicht komplett ähnlich, aber die Richtung passt zumindest schon mal. Ich würde sagen, wir können jetzt hier auch direkt ins Spiel gehen, die Dortmund, da müssen wir uns natürlich nicht zwingend im Detail angucken. Und das Spiel läuft hier, also Borussia Dortmund hat Anstoß und ein Sieg wäre natürlich auch aufgrund der Konkurrenzsituation wichtig, denn Dortmund ist ja nur knapp hinter uns. Bastian Oczipka ist hier am Ball und Nabil Bentaleb mit viel Raum. Ja, schade, aber ich dachte, dass Burgstaller direkt ein bisschen mehr anzieht. Das war dann leider nicht so. Guerrero und Axel Witzel. Maximilian Philipp gegen Nastasic. Oh, gut gespielt hier von Toljan. Und nochmal Toljan. Nastasic schaut da rein, aber das war Ball gespielt. Starke Grätsche hier vom Serben. Aber leider bleibt Dortmund im Ballbesitz. Guerrero. Schöner Pass hier auf Elio Nussi gegen Sané Kagawa. Shinji Kagawa. Und Fährmann mit der ersten Top-Parade und schon wieder Dortmund. Nastasic holt die Kugel weg damit. Und nun vielleicht die Konterchance mit McKennie, mit Burgstaller und natürlich mit Brill Embolo. Schöpf kommt mit. Sehr gut gespielt über die Seite. Nun Alessandro Schöpf mit viel Raum. Schöpf, Flanke, kommt Burgstaller auch. Und da war zumindest schon mal unsere erste Gelegenheit. Guido Burgstaller. Schön umgeschaltet. Dortmund hier sehr, sehr stark. Und wir holen jetzt sogar noch einen Eckball raus. Und den bringen wir natürlich nahe den 5-Meter-Raum. Eckball kommt von Rudi. Und der kommt sehr gut hinein. Burgstaller. McKennie. Und Schöpf in seinem Linken. Und der war richtig gut. Und Marvin Hitz, der neue Dortmund-Keeper. Aber mal sowas von gefordert in dieser Szene. Schade drum. Elio Nussi. Alcázar und Kagawa. Nochmal Paco Alcázar und den holen wir uns natürlich mit. Alessandro Schöpf und der schickt den Ball und das ist wahrscheinlich sogar abseits gut. Gibt am Ende einen Wurf für Dortmund. Schade, war ansonsten mehr drin gewesen für uns. Eyunussi, Julian Weigel und Schöpf wieder dazwischen. Also zuletzt gute Form, ansteigende Form gehabt Alessandro Schöpf und auch heute bislang sehr, sehr stark. McKennie, schöner Laufweg. Rudi geht in den Raum. Wo ist Embolo? Da ist Embolo! Und da ist das Tor für den FC Schalke 04. Brill Embolo bringt uns hier im Revierderby in Dortmund mit 1:0 in Führung. Rudi sehr stark eingeleitet. Schöpft dann auf McKennie.
Dann wieder Sebastian Rudi, der angezogen hat. Schön zurückgelegt im Polo, ohne Gegenspieler. Und da lässt er seinen Nationalmannschaftskollegen Marvin jetzt im Tor überhaupt keine Chance. Und wir liegen hier nach knappen 20 Minuten mit 1:0 in Führung. Also nach einem schwierigen Beginn, wo Dortmund auf jeden Fall deutlich besser war, deutlich offensiver auch war. Die Phase haben wir überstanden, zuletzt ein bisschen besser reingekommen in diese Partie. Und das hier sehen wir jetzt natürlich abseits. Und somit führen wir hier nun also mit 1:0. Boah, und das ist komplett unnötig. Da wollte ich auch eigentlich gar nicht zu schöpfen. Ah, schade auf jeden Fall. Kagawa gegen Bentaleb und Guerrero. Elyounoussi McKennie dazwischen. Schön gemacht. Und dann ist der Fehlpass unnötig von Weston McKennie. Guerrero, Sané, schön. Auch wenn es einen Einwurf für Borussia Dortmund gibt. Kagawa. Guerrero abgeblockt, Alcázar und Maximilian Philipp. Gute Gelegenheit für Borussia Dortmund nach einem kleinen Durcheinander bei uns in der Defensive abgefälscht. Dann Alcázar und dann Philipp. Zum Glück kein guter Abschluss hier. Sonst hätte es deutlich gefährlicher werden können. Abschluss Fährmann, Naldo und McKennie. Mbolo, schön gespielt, Schöpf. Flanke kommt Burkschala und Oczipka und da ist Mbolo, Mbolo! Nicht das 2-0 und das war sehr eng und am Ende war es dann leider abseits von Mbolo. Das Köpfchen war deutlich im Abseits. Oh, Freistoß für Dortmund, Marvin Hitz und Kagawa, Weigel. Alcázar lassen wir erstmal ein bisschen kommen, Elyounoussi. Der viel Alarm macht über die linke Seite. Deutlich mehr als Philipp über die rechte. Flanke kommt schön dazwischen gegangen. Und somit kann sich den Fährmann ohne die größten Probleme nehmen. McKennie. Auch heute wieder eine bislang gute Partie. Weston McKennie, Mbolo. Burgstaller und Schöpf. Schön gespielt. Und McKennie macht mit. Wo ist Burgstaller? Der kommt. Und Bentaleb und Hitz. Und eine dicke Gelegenheit hier für uns, hier uns einen kleinen Vorsprung zu erarbeiten. Wäre natürlich wichtig hier in Dortmund, eine 2:0 Führung. Das würde es dann schon deutlich einfacher gestalten. Und Oczipka. Guido Burgstaller. Außer auf Schöpf. Auch das ist richtig gut gespielt. Alessandro Schöpf. Sehr aktiv über seine rechte Seite hier. Und das sein erster Fehlpass. Und er könnte wehtun. Elyounoussi. Die Konterchance für Borussia Dortmund. McKennie haben wir sehr, sehr gut zugestellt. Ganz, ganz stark gemacht. Und Mbolo nimmt McKennie mit. Zieh an, Weston McKennie. McKennie probiert das selber und er macht das Tor. Weston McKennie mit den 2:0. Was war das für ein Treffer? Da holt er sich den Ball fast auf Höhe der Mittellinie. Zieht an und macht das Tor. Weston McKennie, hier sehen wir es nochmal. Da holt er sich die Kugel. Mbolo, einfacher Doppelpass. McKennie zieht an. Ja, und dann können wir ihn kaum in die Mitte legen, weil das gut zugestellt ist. Und dann probieren wir es selber. Und Weston McKennie mit dem 2:0. Sekunden vor der Pause. Und die ist nun also auch. Also wir sind, nachdem der Start nicht einfach war, nun richtig gut drin in der Partie und führen hier verdient mit 1:0. Ich würde sagen, wir wechseln trotzdem Bentaleb raus. Und dafür kommt Suat Serdar, der zuletzt richtig gut drauf war. Und dann passt das auch. Ist eigentlich ein Ticken offensiver, weil Bentaleb eigentlich eher ein Sechser ist. Suat Serdar auf jeden Fall ein klarer Achter. Aber trotzdem, das passt auf jeden Fall. 2:0 führen wir hier. Also ob da Dortmund nochmal eine realistische Chance hat. Aktuell wage ich das zu bezweifeln. Auch wenn wir am Anfang der Partie vor allen Dingen gesehen haben, dass wir richtige Probleme bekommen können. Aber offensiv haben wir es sehr, sehr gut gemacht. Maximilian Philipp, der eine durchaus gute Chance hatte. Fährmann muss hin. Und Fährmann ist zur Stelle. McKennie. Sebastian Rudi und Mbolo geht. Rudi, klasse Pass. Schön in den Laufweg. Mbolo Pfosten. Nicht das 3:0. Und Schöpf. Oh, schade. Toprak. Noch im allerletzten Moment dazwischen. Und nochmal Schöpf. Sehr gutes Timing hier von uns.
Und Paco Alcácer, Guerrero. Und Sané, McKennie. Weston, McKennie. Burgstaller. Und Rudi, richtig gut gesehen. Sebastian Rudi gefällt mir heute exzellent gut. Und Schipka, McKennie. Nicht sein Doppelpack, aber Weston, McKennie. Bislang für mich fast die Entdeckung der Saison, dass er so stark ist. Hätte ich niemals gedacht. Und nun wieder Eckball an den 5-Meter-Raum. Mbolo. Jetzt erstmal mit Fäusten. McKennie, warum denn nicht? Warum denn nicht? Man kann es mal probieren, vor allem wenn man 2-0 geführt. Auch wenn es kein Selbstläufer ist. Man kennt es ja auch aus dem Derby. Schalke hat ja schon mal 0-4. Bekanntermaßen im letzten Jahr nochmal aufgeholt. Aber trotzdem, dieses 2-0 für uns bringt natürlich Sicherheit. Und Dortmund, ja, hat jetzt auch noch nicht die Offensivpower, vor allem in der zweiten Hälfte, dass man denken könnte, dass das hier nochmal richtig, richtig spannend werden könnte. Schöp, wäre gut, können wir den Einwurf verhindern. Aufgrund eines vielleicht teuren Ballverlustes. Paco Alcácer. Der neue Stürmer der Borussia hier mit der Chance. Schöpf. Ja, war eigentlich unnötig. Dann kommt die Flanke von El Yunusi. Die kommt richtig gut. Und Alcácer, der kann mit ganz viel Pech dann auch mal reingehen. Also Glück in dieser Situation für uns. Naldo, Salif, Sané, McKennie. Ah. Wieder so ein unnötiger Fehlpass von uns. Sowas müssen wir uns eigentlich jetzt sparen. Kagawa. Ich würde sagen, wir spielen jetzt mal ein bisschen defensiver. So, jetzt machen sie im Manndeckung bei Dortmund für McKennie. Klar, der ist fast sogar der Dreh- und Angelpunkt bei uns. Und der wird nun, glaube ich, von Witzel in Manndeckung genommen. McKennie, sehr schön. Ja, die Zweikampfhärte gefällt mir heute vor allen Dingen richtig gut. Und Schipka raus auf Schöpf, aber immer Topak ist zur Stelle. Und somit hat Dortmund die Kugel wieder. Witzel, Kagawa und den holt sich und Schipka. Und Ralf Herrmann, ich würde sagen, wir können hier nochmal kurz gucken, ob wir eben noch einmal wechseln. Wir gehen in die Strategie hinein. Und erschöpft ist, ja gut, Rudi. Aber der ist eigentlich zu gut. Ich würde sagen, wir nehmen Burgstaller raus, bringen nochmal Marc Uth, dass er sich nochmal zeigen kann. Aber klar ist natürlich auch, wir haben das Ding hier noch lange nicht gewonnen. 20 Minuten, da kann noch viel passieren. Aber wie gesagt, wir gehen aktuell einfach mal nicht davon aus. So hat sehr das schönes Dribbling hier. Und dann richtig gut gesehen, Mbolo. Ah, nehmen wir nochmal das Tempo raus, Schöpf. Suat, Serda. Alessandro Schöpf nochmal. Serda. Ah, Missverständnis. Da habe ich gedacht, dass Schöpf noch mitkommt. Mbolo. Uiuiuiui. Da rattern wir mal richtig rein. Und das ist natürlich eine gelbe. Klar. Da dürfen wir uns nicht beschweren, wie wir da reingehauen haben. Gegen Guerrero war es. Ball ist weg. Und dann kommen wir da. Jo. Und da sind wir auch mit Gelb noch wirklich gut bei der Sache. Oh, nun also. Dort bei dem Ballbesitz eine Viertelstunde noch zu gehen. Das müsste doch eigentlich reichen, dieses 2-0. Um das mal über die Zeit zu bringen. Diallo nun in der Partie. Schöpf. Ah, kann El Yunusi nicht aufhalten. Sané, gutes Timing. Rudi. Und Naldo dazwischen. Und die haben wir wieder. Suat. Serda, Mbolo. Und Marc Uth. Ah, schade. Kann er nicht so richtig in Tritt. Marc Uth. Suat, Serda, Mbolo, schade, kommt nicht dazwischen. Rudi, Ball gespielt, richtig, richtig gute Grätsche. Suat, Serda, Uth. Mbolo schickt Marc Uth und er bringt Tempo mit, er bringt Frische mit und vor allem den starken linken Fuß. 3-0. Marc Uth. Und das ist die Entscheidung. Der Joker sticht und er zeigt, dass er doch nicht so schlecht drauf ist. Marc Uth. Mit dem 3-0. Was ist das denn bislang für ein einseitiges Derby? Nach schwierigem Beginn haben wir das komplett im Griff. Starke Zweikampfhärte von uns. Dann dieser Konter. Schnelles Umschaltspiel funktioniert richtig gut. Und Marc Uth, klar, wenn er den auf dem linken Fuß hat, dann ist es ganz schwer zu verteidigen. Dortmund wechseln nochmal bringt Marius Wolf den Neuzugang für Maximilian Philipp. Exzellente Leistung hier von uns. Und nun sieben Minuten vor Schluss ist uns der Sieg, ist uns der Derby-Sieg nicht mehr zu nehmen. Und somit ist natürlich auch klar, wir werden auf jeden Fall auf Platz 1 bleiben in der Fußball-Bundesliga. Aber was noch viel wichtiger ist, wir sind die Nummer 1
Import, beziehungsweise wir bleiben die Nummer 1 Import. Marius Wolf hat jetzt nochmal eine kleine Chance gehabt, nochmal Dortmund ranzubringen, aber selbst wenn die hier noch ein Tor machen, wir werden diese Partie gewinnen. Otschipka, weg damit. Sané kommt da nicht ran, Witzel, Rudi. Und Toljan, Otschipka dazwischen. Und nochmal Marc Uth. Embolo, Marc Uth. Wir spielen das richtig, richtig gut aus. Marc Uth. Jetzt bleiben alle stehen, müssen wir selber machen. Warum denn nicht? Marc Uth, fast noch mit dem 4:0. Man kann es ja mal probieren. Also Marc Uth, muss man wirklich sagen, heute eine sehr, sehr gute Leistung nach seiner Einwechslung. Tor gemacht, direkt ins Spiel eingebunden, wie wir es in den letzten 2-3 Spielen eben nicht hatten. Und Nachspielzeit gibt 2 Minuten. Also wir befinden uns hier auf den letzten Meter dieses Derbys. Es war am Anfang sehr, sehr schwierig reinzukommen. Haben wir auch Glück gehabt. Wir hätten auch gut und gerne 1 hinten liegen können. Aber dann kamen wir, waren sehr effektiv vom Tor und gewinnen das Derby. Und holen uns die nächsten 3 Punkte. Naldo freut sich. Letztes Jahr der Derby halt gewesen. Nun ist es für mich Weston McKennie, weil der eine überragende Partie gemacht hat im zentralen Mittelfeld. Und somit unterstreicht er seine gute Form und warum er eben auch aktuell so eine gute Rolle spielt. Klar, Brile Embolo ist jetzt, glaube ich, Spieler des Tages geworden. Auch der war richtig, richtig gut drauf. Tor von Uth vorbereitet, Tor selber gemacht. Also, am 6. Spieltag holen wir uns den nächsten Sieg. 16 Punkte. Wir sind punktgleich mit Bayern. Also aus 6 Spielen 5 Siege, eine Unentschieden. Das ist richtig, richtig gut. Wir haben eine überragende Offensive, eine richtig gute Defensive. Und in diesem Sinne würde ich sagen, war es das natürlich mit diesem Video, mit dieser Folge gegen Borussia Dortmund. Also Weston McKennie verbessert sich momentan ungemein. Ihr seht ja auch diese Werte, die gerade angestiegen sind. Klar, er ist auch einfach richtig, richtig gut drauf. Auch Nastasic und Schöpf haben sich verbessert. Auch Alessandro Schöpf war zuletzt wirklich sehr gut drauf. Jetzt ist ja anscheinend Länderspielpause. Und nun steht das Pokalspiel an gegen Mainz 05. Also die Ziele wurden aktualisiert. Gucken wir in der nächsten Folge dann nochmal drauf. Also es geht nun gegen Mainz 05 im Pokal. Danach ist dann auch schon fast wieder Champions League. Und danach ist Champions League. Ich bin richtig gehypt. Ich freue mich auf die nächsten Spiele. Und dann in diesem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.